Wir flogen von Köln nach Split. Von dort aus ging der Transfer weiter nach Trogir. Trogir ist nur ein paar Autominuten von Split entfernt. Unser Ziel war das Trogir Diving Center. Es liegt in dem dalmatinischen Ort Okruk. Über die Tauchbasis haben wir für unsere Tauchgruppe auch die Apartments gebucht. Die familiär geführte Tauchbasis ist top ausgestattet und sehr gepflegt. Sie verfügt über mehrere Tauchschiffe und hat einen eigenen Anlegersteg. Vor jeder Ausfahrt wurden wir von Mickey, dem Basisleiter, gebrieft. Da wir uns nur für Ganztagestouren entschieden haben, lohnte es sich, weiter rauszufahren. Circa anderthalb Stunden waren wir bis zu den Tauchgebieten unterwegs. In einigen Tauchgebieten lohnte es sich, tief zu tauchen. Die Tauchtiefen, die wir erreichten, waren weder für Anfänger noch für den Paddy Diver geeignet. Im Mittelmeer gibt es Steckmuscheln, die bis zu 20 Jahre alt und bis zu 90 cm groß werden können. Es gibt im Mittelmeer einiges zu entdecken. Hier sehen wir zum Beispiel einen Oktopus. Bei unseren Tauchgängen haben wir auch etwas Glück. Wir entdecken ein Seepferdchen. Mickey erklärte uns, dass die Seepferdchen nur noch selten im Mittelmeer vorkommen. Und mit ein bisschen Stolz erzählte er uns auch, dass er seine Gemeinde davon überzeugen konnte, das Seepferdchen mit als Symbol auf das Gemeindewappen aufzunehmen. Nun, nicht jedes Wetter ist ideal zum Tauchen. Für uns die beste Gelegenheit, Trogir kennenzulernen. Die gesamte Altstadt von Trogir zählt seit 1997 zum Weltkulturerbe der UNESCO.
Der letzte Tag vor unserer Abreise ist wie immer tauchfrei und für uns die beste Gelegenheit, den Krika Nationalpark mit seinen berühmten Wasserfällen zu besichtigen.